Hey meine neugierigen Freunde, wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass mich das Thema Bigfoot schon immer fasziniert. Kein anderes Thema verbindet Entdeckung, Biologie, Anthropologie, Wissenschaft und natürlich eine Prise Mystery so sehr wie Bigfoot. Von vielen wird das Phänomen als Schwindel abgetan und doch steckt so viel mehr dahinter. Selbst Jane Goodall, eine der berühmtesten und anerkanntesten Verhaltensforscherinnen der Welt, die seit über 60 Jahren Schimpansen und Primaten erforscht und eine beeindruckende Liste an Auszeichnungen gewonnen hat, sagte einst Folgendes in einem Interview, nachdem sie auf das Thema Bigfoot angesprochen wurde. I'm romantic. I would like Bigfoot to exist. I've met people who swear they've seen Bigfoot. And I think the interesting thing is, every single continent there is an equivalent of Bigfoot or Sasquatch. There's the Yeti, there's the Yari in Australia, there's the Chinese wild man, and on and on and on. And, you know, I've had stories from people who, you have to believe them. So there's something, I don't know what it is. I'm always open-minded. Das große Problem ist, dass bis heute kein eindeutiger Beweis für die Existenz von Bigfoot vorliegt. Doch was genau gilt eigentlich als eindeutiger Beweis? Etwa eine DNA-Probe? Doch auch so etwas kann kontaminiert und damit fehlerhaft sein. Ein eindeutiger Beweis wäre natürlich der Fund eines lebenden oder toten Exemplars. Kann demnach also alles, was wir bis dahin herausfinden, nie als Beweis gelten? Lasst uns dazu mal den Begriff Beweis definieren. Die Definition eines Beweises könnte wie folgt lauten. Ein Beweis ist eine physische Hinterlassenschaft oder physical evidence, wie die Amerikaner zu sagen pflegen, die unmöglich von einem Menschen gefälscht worden oder durch Nachahmung entstanden sein kann. Gibt es bezüglich Bigfoot denn nicht irgendetwas, das auf diese Definition passt? Doch, es gibt tatsächlich etwas, und zwar den sogenannten Mid-Tarsal Break, den man sehr gut bei Fußspuren erkennen kann. Dazu aber später mehr. Dieser Begriff wurde von Dr. Jeff Meldrum, einem Professor für Anatomie und Anthropologie an der Idaho State University, geprägt. Momentan lese ich sein Buch über Bigfoot namens Sasquatch, Legend Meets Science. Darin geht er ausführlich auf den Mid-Tarsal Break ein. Der Mid-Tarsal Break entsteht durch eine erhöhte Flexibilität des Mittelfußes bei Primaten, welche durch eine andere Anordnung der Gelenke möglich ist. Sie sind dadurch in der Lage, ihren Mittelfuß nach oben oder unten abzuknicken. Nötig ist diese Flexibilität vor allem für das Klettern und um das Körpergewicht dynamisch auf unebenen Untergründen zu verteilen. Wir können das hier in der Patterson-Gimlin-Aufnahme am Bluff Creek von 1967 sehen, der am meisten untersuchten und diskutierten Bigfoot-Aufnahme der Geschichte. Bis heute beißen sich Biologen und Anthropologen an dieser Aufnahme die Zähne aus. Keine andere Aufnahme ist bisher so gut gelungen wie diese. Wir sehen hier, wie der vordere Teil des Fußes bis etwa zur Hälfte vor dem Auftreten nach oben knickt. Und genau das beherrschen Primaten wie zum Beispiel Schimpansen oder Gorillas. Für einen Menschen dagegen ist dies aufgrund einer anderen Anordnung der Gelenke nicht möglich. Unser Mittelfuß ist nahezu starr. Wir besitzen eine longitudinale Wölbung von der Ferse zum Ballen. Das heißt, hier haben wir den ersten Teil der Definition eines Beweises erfüllt. Und zwar die Unmöglichkeit einer Nachahmung. Und wie sieht es mit dem zweiten Teil der Beweisdefinition aus? Der physischen Hinterlassenschaft oder Physical Evidence? Denn schließlich ist das, was wir hier sehen, digital und nicht physisch. Und tatsächlich gibt es auch physische Hinterlassenschaften bezüglich des Mid-Tarsal Breaks, nämlich Fußspuren von Bigfoot, die seit Jahrzehnten immer wieder an den unterschiedlichsten Orten entdeckt und häufig von Wissenschaftlern mit Gips ausgegossen werden, um negative für weitere Untersuchungen zu erhalten. Dr. Jeff Meldrum besitzt die weltweit größte Sammlung von Bigfoot-Fußabdrücken und hat diese genau studiert. Und es sind nicht die perfekt erhaltenen Fußabdrücke, die ihn besonders interessieren, sondern tatsächlich die eher unvollständigen, denn diese zeigen vor allem die Dynamik, die der Gang eines lebendigen Tieres mit sich bringt. Eine Spur, bei der jeder Abdruck dem anderen genau gleicht, ist unrealistisch und deutet auf eine Fälschung hin. Die Füße eines echten Tieres besitzen eine gewisse Elastizität durch das Gewebe, dynamische Gewichtsverlagerungen und auch Papillarleisten. Das sind die feinen Rillen in der Haut, die wir zum Beispiel für den Fingerabdruck nutzen. Die Abdrücke solcher Papillarleisten konnten schon in unzähligen Bigfoot-Fußspuren entdeckt werden. Und was man aus den meisten Bigfoot-Fußspuren herauslesen kann, das ist die Flexibilität des Mittelfußes, die eben nur Primaten besitzen.
Sie führt dazu, dass es in einer Reihe von Fußabdrücken auch mal halbe Fußabdrücke geben kann, wenn das Tier beispielsweise nur mit den Ballen auftritt. Es kann aber auch ganz flache Fußabdrücke geben. Und das ist etwas, das ein Mensch mit seinem nahezu starren Mittelfuß und seiner longitudinalen Wölbung nicht hinterlassen kann. Es sind aber vor allem die Fußspuren, die eine Anhäufung von Material etwa in der Mitte des Fußabdrucks zeigen, welche auf die Flexibilität des Mittelfußes von Bigfoot hinweisen. Denn es entsteht der vorher erwähnte Mid-Tarsal Break. Durch die Flexibilität des Mittelfußes kann Bigfoot an der Ferse genauso wie auch am Ballen Druck auf den Boden ausüben und so Material in der Mitte anhäufen. Solche Fußabdrücke konnten auch schon bei Schimpansen beobachtet werden. Bei uns Menschen entsteht der Druck hauptsächlich unter den Ballen, weshalb wir dort das meiste Material verdrängen, welches sich aber aufgrund des fehlenden Gegendrucks nicht zu einer Pressure Ridge, wie es die Amerikaner nennen, anhäuft. Für Dr. Jeff Meldrum ist der Mid-Tarsal Break einer der vielversprechendsten Hinweise auf die Existenz von Bigfoot. Es ist etwas Physisches, das genau untersucht und mit anderen Fußabdrücken weltweit verglichen werden kann. Der Mid-Tarsal Break taucht immer wieder bei den unterschiedlichsten Bigfoot-Fußabdrücken auf und das an völlig unterschiedlichen Orten, mit teils jahrzehntelangen Abständen zwischen den einzelnen Entdeckungen. Angesichts dessen ist es eher unwahrscheinlich, dass es sich bei Bigfoot um einen globalen Schwindel handelt. Und doch bleibt eine Prise Mystery, aber das hindert die Wissenschaft nicht, dieses Rätsel lösen zu wollen. Wenn ihr noch mehr über Bigfoot und seine Sichtungen erfahren wollt, dann kann ich euch das angezeigte Video hier von mir empfehlen. Und wenn ihr auch weiterhin gerne Bigfoot-Videos von mir sehen wollt, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuhören, ich hoffe euch hat's gefallen und danke vor allem an meine Unterstützer auf Patreon und an meine Kanalmitglieder. Ihr seid meine Helden. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Ciao.